Okay, das läuft, das System läuft, die Aufnahme geht auch klar. Dann können wir das bestätigen, zack, und dann lädt's, jawohl. So, dann kann es nämlich gleich losgehen mit der dritten Folge von My Summer Car Podcast TV. Ich freue mich mega, schön, dass es immer noch so gut bei euch ankommt. Und gleich würden wir wieder einiges zu bequatschen haben, beziehungsweise mehr Quatsch ich, aber ihr habt ja auch Kommentare gegeben, das werden wir natürlich alles hier gleich besprechen und dann werde ich noch zwei Nachträge beziehungsweise Nachtragvideos noch mit in dieser Folge euch zeigen und ja, dann schauen wir mal, was noch so zeitlich reinpasst. Jetzt müsst ihr erst mal hochladen. Ja, und dann geht's los. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car Podcast TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die dritte Folge mittlerweile. Und ich freue mich auch genauso riesig, dass ihr immer noch großes Interesse an diesem Format habt. Und wir haben hier wieder einiges zu besprechen miteinander. Beziehungsweise, wie gesagt, ich quatsche ja mehr, ihr quatscht ja eher weniger. Ich sitze hier ganz alleine und quatsche eigentlich nur ins Mikro rein, was das Gerät aufnimmt. Und ja, ihr habt aber ja immerhin auch Kommentare geschrieben und auch Fragen gestellt, Wünsche gestellt, in denen ich auch in der letzten Woche in einer Community-Folge auch gerne drauf eingegangen bin, beziehungsweise nachgekommen bin. Wir haben ja, wie gesagt, drei neue Folgen in My Summer Car Let's Play wieder diese Woche gehabt. Folge 252, 253 und 254. Und zwar Folge 252 war ja Vorbereitungsrunde für Aufträge. Da war wieder Spannung pur angesagt, nämlich wir haben Holz gehackt. Das Lustige dabei, mir ist ständig die Holzscheitel an den Kopf geknallt, beziehungsweise die Holzscheitel sind relativ sehr weit nach oben geflogen. Oder mit Trickshot direkt in den Anhänger, der hinter mir stand. War relativ auf jeden Fall lustig. Dann hat man noch Folge 253. Das war dann die Folge, wo wir die Aufträge fertig gemacht haben. Nämlich die Lebensmittel- und Holzlieferungen sind ja erstmal zur Oma gedüst. Haben da ihre, was war es, Milch, Wurst und Zucker vorbeigebracht. Hatten dann ein sehr spannendes Gespräch, was ich natürlich übersprungen habe, weil es gab nichts Neues. Da habt ihr echt nichts verpasst. Das hätte, wie gesagt, eher nur die Zeit der Let's Play-Folge gekostet. Und danach sind wir ja noch mit Hochgeschwindigkeit, nicht mit dem Traktor und dem Holzanhänger zum Kunden für die Holzlieferung gefahren, haben dem noch das Holz abgeliefert, haben da noch den fetten Reibach gemacht. Und dann sind wir wieder nach Hause und da waren wir auch dann schon am Ende mit der Folge von 253 und am Freitag kam dann eine Community-Folge, wo ihr mir ja in den Kommentaren geschrieben habt, was ihr denn so überhaupt gerne noch sehen würdet in dem Let's Play von My Summer Car, denn wir sind wirklich ganz knapp davor eigentlich das Let's Play zum Ende zu bringen von My Summer Car. Es ist glaube ich nur noch ein Anruf entfernt. Dann wird das Ende getriggert und dann kommt die große Überraschung, wie es, glaube ich, wer war es, Björn Kramer mal betitelt hatte. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal wieder auf eure Kommentare eingehen und fangen natürlich mit den Kommentaren von der letzten My Summer Car Podcast TV Folge an und dann gehe ich noch auf die Kommentare von den letzten drei Let's Play Folgen ein. Dazu muss ich einmal umschalten. Zack. Schwupps, und schon sind wir bei den Kommentaren auf meinem YouTube-Kanal. Das läuft alles wunderbar. Ich muss mal ganz kurz noch was trinken. Es ist wieder so warm heute. Oh, da geht sie krachen. Heute noch so warm und morgen soll dann ja der totale Temperaturabsturz kommen. Jetzt noch ein paar 30 Grad und ab morgen 15, 16 Grad. Da wirst du wieder krank oder ich kriege wieder sehr starke Kopfschmerzen. Das kann natürlich auch sein. Aber das mal jetzt nebenbei am Rande erwähnt. Das ist eigentlich jetzt eher uninteressant. Ich glaube nicht, dass ich
jemand dafür interessiert. So, wir legen los, wie gesagt, mit den Kommentaren zur letzten MySommerCar-Podcast-TV-Folge. Und da schreibt als erstes nämlich Elias LP, der Coole, du machst die coolen Videos. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal dafür, freue ich mich. Schöne Grüße gehen raus an dich. Der nächste Kommentar ist Ike eben, da müssen wir auf mehr Ansehen klicken. Okay, Ike eben schreibt, moin, erstmal tolle Folge, viele Infos durch die Kommentare, aber da komme ich zu einem Schluss, beziehungsweise es verwirrt nicht. Es gibt ein Ende im Spiel, aber es kommen neue Gebäude und so weiter. Also ich finde, der Entwickler sollte sich klar positionieren, wo der Weg mit dem Spiel hingeht. Auf der einen Seite steht das Ende, auf der anderen Seite kommen mysteriöse Gebäude und Neuerungen. Daher wäre es echt interessant zu wissen und ein Statement vom Entwickler, was er vorhat. Andere Entwickler geben mir auch Infos dazu her, wie es weitergeht. Dieses Ungewisse bei MySommerCar fördert, finde ich nicht. Das finde ich nicht die Spieler-Community, sondern verwirrt und deprimiert ja eher. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Mit freundlichen Grüßen. Erstmal vielen Dank für deinen lieben Kommentar, Ecke eben. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle schon mal raus an dich. Bisher gab es ja bis dieses letzte große Update ja von MySommerCar kam. Also ich rede jetzt nicht von den kleinen Sachen, sondern wirklich das große Update. Ich weiß gar nicht mal, wann das war. Wir können ja mal kurz gucken. Eine Ewigkeit später. Genau, hier jetzt. Folge 211 MySommerCar, letzte neue Update. Das kam Ende April raus. Da kam das letzte große Update zu MySommerCar raus. Und seitdem gab es erst das Ende von MySommerCar. Also seit April diesen Jahres gibt es erst dieses Ende. Vorher gab es ja gar kein Ende. Da war das quasi Open End. Also immer wieder, immer wieder. Es ist halt die Frage, jetzt danach kamen viele kleine Sachen mit ins Spiel, die das zumindest die Landschaft auch ein bisschen lebendiger machen. Das ist ja zum einen der Typ, der mit dem Boot jetzt auf dem See rumfährt. Was es schon länger gibt, sind ja die Kinder in der Stadt, die da Fußball spielen. Die Rallye wurde jetzt komplett überarbeitet. Da sieht man auch Fahrzeuge rumfahren. Das sind so viele kleine Sachen, die halt das Ganze ein bisschen alles lebendiger machen. Genauso halt im Moment ist es ja nur eine Verschönerung, wie zum Beispiel halt dieses Firmengelände, was wir jetzt auch gesehen hatten noch, wo ich den Nachtrag zu dem Update gebracht hatte, was also mein ehemaliges Mode, irgendwas mit Mode war es, diese Firma, was ja leer steht, laut Schild kann man es kaufen, kann man es vermieten, kann man es mieten, nicht vermieten. Also man kann es, ist wahr, zu vermieten oder zu verkaufen, sagen wir es mal so rum. 1500 Quadratmeter an Bürofläche, das wurde noch hinzugefügt. Und es gab ja diesen Aussichtsturm, Schrägstrich Jägerturm, keine Ahnung, was es jetzt wirklich ist, der mitten in der Wildnis, sage ich es mal so, in der Landschaft platziert worden ist, wo ja keine Häuser oder gar nichts standen. Aktuell dient es halt nur wirklich für die Optik. Wobei das jetzt nicht wirklich aufwertet, die Optik. Macht die Optik ja nicht schöner oder so. Es ist halt ein, zwei Gebäude mehr. Die sind da, aber mehr kannst du halt nicht machen. Es ist halt die Frage, kommt noch was? Kann man was mit den Gebäuden machen? Kann man bei dem Turm, den es jetzt gibt mittlerweile, kann man da zum Beispiel jagen? Wenn ja, dann müsste ja zum Beispiel ja noch sowas, ein Update kommen wie mit Waffen. Da müssten ja Tiere noch mit drin. Also es gibt aktuell, gibt es ja schon Tiere. Es gibt ja einen Elch, den hat man jetzt auch schon definitiv gesehen. Aber den sieht man ja so selten. Und an der Stelle glaube ich nicht, dass man da einen Elch sieht. Also da müssten, denke ich mal, auch noch andere Tiere kommen. Und. Ob das wirklich kommt von so einem Umfang, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ist meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie es ihr seht. Ike eben würde es ja auch interessieren. Ihr könnt es mal mit in diese unter dieses Video in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Also man hängt da wirklich in der Luft, da gebe ich auf jeden Fall Ike eben recht. Man weiß nicht, wo es hingehen soll. Man weiß, 2019 soll MySommerCar definitiv, laut Entwickler, definitiv aus der Early Access raus sein. Wir haben jetzt aber mit dem heutigen Tag den 1. September 2019. So viel Zeit bis Ende 2019 ist nun auch nicht mehr.
und alles so glatt läuft auch noch aktuell nicht. Also ich bezweifle auch, dass wirklich 2019 iSommercar da überhaupt aus dem Early Access noch rausgeht. Vielleicht gibt es auch mit dem Abschluss, wo es dann aus dem Early Access rausgeht, noch ein dicken, fettes Update, wo noch richtig viele Sachen kommen, die sich der Entwickler einfach aufhebt als große Überraschung. Kann natürlich auch sein. Am Ende bleibt eins, wir müssen abwarten. Solche genauen Informationen bekommen wir halt leider nicht. Daher bleiben wir einfach noch weiter in der Luft hängen und müssen halt einfach mal abwarten und müssen zufrieden sein, halt was wir aktuell von MySommerCar haben. So, weiterer Kommentar zur letzten MySommerCar Podcast TV Folge ist von Pyrn Kramer. Auch hier müssen wir einmal mehr an den anzeigen. Hallo Weiner, tolle Folge. Ich feiere das Podcast-Format total, sehr informativ. Bitte weitermachen. Bin schon auf die neue MySommerCar-Folge morgen gespannt. Lieben Gruß, Pyrn. Vielen Dank erstmal für diesen Kommentar. Schöne Grüße gehen raus an dich, lieber Pyrn Kramer. Freut mich, dass dir dieses Format gefällt, dass du es sehr informativ findest. Und ich gebe mir Mühe, dass dieses Format auch weiterhin jeden Sonntag kommt. Ich hoffe genauso, dass die Folge, die am Montag kam, nämlich die Folge 252, Vorbereitungsrunde für die Aufträge, die Spannung von dir im Weiten übertroffen hat, weil die Folge war ja sehr spannend. Aber ich denke mal, bei allen drei Folgen kann man eigentlich jetzt, glaube ich, nicht wirklich großartig meckern, dass die eigentlich nicht wirklich unterhaltsam waren. Wir sind auch wieder bei dem Thema, es gibt auch Leute, die eine negative Bewertung geben, also einen Daumen runter. Das können die auch gerne machen, stört mich ja noch nicht mal. Was mich halt stört, ist, dass sie diese Bewertung abgeben und nichts in die Kommentare schreiben, was denen nicht wirklich gefallen hat. Weil so weiß man nicht, was man ändern kann, wie die Ansichten ist. Vielleicht ist das auch für diese Person nur eine Sache, die sie stört, was man jetzt nicht wirklich großartig ändern kann. Aber so schwebt man halt in der Luft. Aber gibt halt immer Leute, die da einfach mal, warum auch immer, einfach einen Daumen nach unten geben. Die Gründe, die könnt ihr euch selber raussuchen. Dazu werde ich einfach nichts weiter äußern, weil ich registriere es zwar, aber bitte, wer, wie gesagt, nichts dazu schreibt, wieso, weshalb, warum, dann kann man leider auch so einen Daumen nach unten nicht wirklich ernst nehmen. So, weiter geht's mit Utis Alessander. Der schreibt, Hallihallo Rainer TV, ich habe doch gesagt, dass ich von dir SafeGain installiert habe und dein Wagen, der fährt einfach so gut. So, mach weiter so und du machst das so toll. Vielen Dank für deinen Kommentar, liebe Utis Alessander. Ich weiß, dass du es geschrieben hattest, dass du das SafeGain von mir runtergeladen hast. Ich wollte ja trotzdem wissen, mal von dir, wie du halt das SafeGain von mir findest, wie du das gespielt hast. Dazu hast du halt noch nichts gesagt gehabt. Deswegen hatte ich in der letzten MySommerCar Podcast TV Folge das, glaube ich, mal einfach angesprochen gehabt und einfach mal nachgefragt, wie du halt das findest. Aber anscheinend ist es ja doch sehr gut, das SafeGain von mir. Daher freue ich mich, dass es dir Spaß macht. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar und schöne Grüße gehen natürlich auch raus an dich, lieber Utiz Alexander. Weiter geht's mit dem nächsten Kommentar von Max Seelus. Der schreibt, Hallo Rainer TV, cooles Video, hast du eigentlich auch HDR eingestellt und hast du auch den Virus beim Computer mal gehabt? Mir würde interessieren, was dann passiert, lieber Gruß Max. Darauf habe ich schon geantwortet gehabt und wusste halt in diesem Moment, wo ich darauf geantwortet habe, nicht, was HDR gemeint ist. Bis ich mal auf bei der Folge 254, bei der Community-Folge, in den Einstellungen gegangen bin, um die FPS zu aktivieren. Und da habe ich den Menüpunkt HDR gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch gar nicht wirklich, für was das dasteht. Auf jeden Fall kann ich jetzt, lieber Max, dir beantworten, nein, HDR ist bei mir ausgeschaltet. Ich weiß aber, wie gesagt, auch noch gar nicht, für was das wirklich ist. Habe ich mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht weiter damit befasst. Aber ich kann dir jetzt definitiv sagen, meinen letzten Kommentar, den kannst du zur Hälfte einfach ignorieren. Also HDR ist bei mir nicht aktiviert. Und ich hatte diesen Virus auf dem Computer noch nicht gehabt. Zum Glück auch, weil, soweit ich weiß,
wenn man diesen Virus hat auf dem PC in MySommerCar, kannst du den Computer nicht mehr benutzen, weil der funktioniert dann nicht mehr tadellos. Da kommen wir aber am Ende dieser MySommerCar Podcast TV Folge nochmal dazu. Das ist eines der Nachtragvideos, die ich gerne euch an dieser Stelle nämlich auch noch gerne zeigen möchte. Da geht es auch unter anderem um diesen Virus auf dem PC in MySommerCar. Also lieber Maxelos, dranbleiben. Lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Kommentar. Schöne Grüße gehen raus an dich. Dann kommen wir jetzt zur ersten Kommentar zur Folge 252 Vorbereitungsrunde für Aufträge. Da schreibt Ike eben: Also wenn wir von Weiner nichts mehr hören, hat er sich selber erschlagen mit den Baumscheiden. Das ist das, was ich gemeint habe. Das war ja die gute, unterhaltsame, spannende Folge, wo wir halt Brennholz da zerteilt haben. Und da sind mir größtenteils sehr oft doch die Baumscheitel doch gegen den Kopf geknallt, wie gesagt, oder per Trickshot direkt auf den Anhänger, der hinter mir stand, gefallen, oder die sind sehr weit geflogen, wie man das gesehen hat. Wer das noch nicht gesehen hat, es ist auf jeden Fall, auch wenn es nicht ganz so spannend war, auf jeden Fall war es trotzdem unterhaltsam, sollte sich auf jeden Fall reinschauen. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Ike eben. Weiter geht's mit Utix Alexander, der lobt, cooles Video, mach weiter, auf jeden Fall. Ich werde mir Mühe geben. Vielen Dank dafür, lieber Udiz. Und Honigkuchen 79 schreibt: Hallo Weiner TV, erstmal wieder saugutes Video. Ich hätte mal eine Frage. Könntest du bei dem nächsten Podcast mal die Kanäle von den Kommentaren durchschauen? Wäre mega korrekt von dir. Das können wir gerne machen. Ich muss mal gucken, ob das jetzt in dieser klappt. Das wird vielleicht von der Zeit relativ eng, aber wir können ja da mal einfach mal kurz drüber gucken. Hau mal einfach mal in die Kanäle von euch rein und dann schauen wir mal, was wir so da finden. Okay, auf jeden Fall vielen Dank erstmal für deinen Kommentar, lieber Honigkuchen 79. Schöne Grüße gehen raus an dich. Der nächste ist von Maki Wongs. Er schreibt: Haha, ich habe mir den Güllekutsche auch versaut. Schade, dass man den nicht irgendwie dann doch bekommen kann, indem man den wo zurückkaufen kann. Super Let's Play, schaue ich sehr gerne. Auf jeden Fall vielen Dank, liebe Mucki Wongs. Freut mich, dass dir mein Let's Play gefällt. Und ich finde es auch sehr schade, dass der LKW einfach futsch ist, wenn der verkauft worden ist, dass du halt keine Chance hast, den irgendwo anders herzubekommen, beziehungsweise einfach den selber einzubauen. Das wäre natürlich richtig mega. Aber Pustekuchen. Die Gülleaufträge sind jetzt weg, deswegen freue ich mich auf der anderen Seite, dass unser Keo-Typ wieder am Leben ist. Dann kann man da wenigstens etwas finanziell noch herausholen. Auf jeden Fall vielen Dank, lieber Mucki Wongs, für deinen Kommentar. Schöne Grüße gehen raus an dich. Dann schreibt Maxelus zu Folge 252. Servus Rainer TV, super tolles Video, weiter so. Bei mir funktioniert der originale Vergaser nicht, Gaspedal bleibt hängen. Ist das bei dir auch so und kannst du bitte ein Video machen, mal von dem Geist, was es in MySommerCar gibt? Vielen Dank erstmal für diesen Kommentar, lieber Maxelus. Freut mich, dass dir das Video gefällt, beziehungsweise die ganzen Videos. Das war jetzt auf die Folge 252 bezogen, dein Kommentar. Funktioniert Originalvergaser nicht und Gaspedal bleibt hängen. Das Problem hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Klingt aber vielleicht eventuell danach, dass die Schrauben nicht richtig befestigt sind. Hast du mal bei den Gaspedal geschaut? Da gibt es, glaube ich, auch irgendwo eine Schraube, die man nicht übersehen sollte. Ansonsten könnte man mit dem Gaspedal auf jeden Fall Probleme bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das die Lösung für dein Problem ist. Vielleicht weiß es auch jemand von euch da draußen, was das für ein Problem sein könnte. Dann schreibt es doch bitte einfach mit in die Kommentare. Ich denke mal, Maxelus würde sich auf jeden Fall riesig freuen. So. Dann geht's. Warte mal, ich muss mal kurz was trinken. Voll Profi. Eieieiei. Dann geht's weiter mit Björn Kramer. Hallo Weiner, wahnsinnig spannendes Video. Vielen Dank erstmal dafür, lieber Björn. Also ich würde auf dem Bumblebee-Stich eine Zwiebel packen. Die Geschichte, genau.
Also halbieren die Zwiebel und dann drauf, das zieht die Giftstoffe aus dem Stich. Erstmal vielen Dank für diesen Hinweis und hier geht es um eine wahre Story von mir, die ich in der Let's Play Folge von 252 so mal nebenbei erzählt habe. Nämlich an dem Tag wurde ich von einem Bumblebee gestochen. In Real Life, nicht in My Summer Car, sondern in Real Life, hatte einen sehr geschwollenen, kann man das so sagen, sehr geschwollenen Arm, einen eher stark geschwollenen Arm. Auf der einen Seite hat es gejuckt, auf der anderen Seite tat es auch weh und es hat und ja, alles auf einmal, es war nicht gerade sehr, sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall war ich dann noch auf der Apotheke, ich glaube, das hatte ich noch erzählt gehabt. Da gibt es so wie so ein Roll-On, was man so als Deo kennt, aber in der Größe von so einem Lippenstift halt, wo du den Deckel abdrehst und dann hast du diesen kleinen Roll-On und das kannst du dann schön dort auf den Stich, auf die Stichwunde auftragen. Das lindert auf jeden Fall den Juck und den Schmerz und auch die Schwellung ging dadurch relativ doch zügig zurück. Und bin eigentlich relativ zufrieden gewesen, aber auf jeden Fall diesen Tipp mit der Zwiebel werde ich mir auf jeden Fall merken. Also merkt, nicht, es geht nicht nur in den Let's Plays um My Summer Car, es kommen auch ab und zu mal ein paar Live-Stories von mir. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, weiter geht's. Schade, dass der Trailer. Ach, hier der Anhänger vom Holz. Okay. Schade, dass der Trailer nicht so programmiert ist, dass überschüssiges Holz wieder rausschmeißen oder gar nicht anzunehmen. Was passiert eigentlich mit Holzspalten, die man in der Halle liegen lässt? Super Video, lieber Gruß, Björn. Ja, das stimmt. Also das wäre schon nice, wenn der Anhänger, wenn der voll wäre, dass das Holz einfach durchplappt einfach oder so. Oder du irgendwie eine Anzeige hättest, dass das voll ist und dass da gar nichts mehr geht. Gibt es halt nicht. Man sieht ja, da bis zu einem gewissen Punkt wächst der Holzhaufen auf dem Anhänger und dann bewegt sich da gar nichts mehr. Dann ist er rein theoretisch komplett voll. Aber du kannst halt noch weitere Holzscheine dort reinschmeißen. Ich weiß auch nicht, ob es den Preis beeinflusst. Das müsste man beobachten. Wäre gut, wenn das halt so ja, programmiert wird, dass wirklich der Anhänger nichts mehr annimmt, wenn natürlich der Anhänger voll wäre. Haben wir aber leider nicht. Damit müssen wir auch klarkommen, wie so gewisse andere Sachen ist halt My Summer Car, Early Access, etc. etc. Und zu deiner Frage, was passiert eigentlich mit Holzspalten, die man in der Halle liegen lässt? Ja, die könnte man ja aufheben und für den Kamin mit benutzen. Nein, also wenn du, ich glaube, wenn man das Spiel dann abspeichert, rausgeht und dann wieder startet, dann ist es, glaube ich, einfach despawn. Also es ist einfach weg. Irgendwo hin, keine Ahnung, ob man das irgendwo vielleicht auf der Müllhalde wiederfindet, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das despawnt einfach. Aber trotzdem, vielen Dank erstmal, lieber Björn, für deinen Kommentar. Dann kommen wir zum ersten Kommentar von Folge 253, die Lebensmittel- und Holzlieferung. Utix Alexander schreibt, cooles Video, Lachsmiley. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deinen Kommentar. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen und ich hoffe auch, dass das natürlich wie bei euch allen aneinander draußen auch so bleiben wird. Nächster Kommentar ist von Ike Eben, das ist der Drehzahlmesser, nicht der Tacho, Zwinker-Smiley. Schade, schade, dass es ein Ende hat, das Spiel. Ich hoffe dennoch, dass noch Features kommen und man es auch als Open World ohne Ende weiterspielen kann. Wie immer nettes Video mit freundlichen Grüßen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deinen Kommentar, lieber IGM. In der Folge 254, die Community-Folge, habe ich ja mal nachgeschaut und es war tatsächlich nicht der Tacho, es war wirklich der Drehzahlmesser, den man dort im Traktor hat. Frage ich mich eigentlich, wieso, weshalb, warum und warum man keinen Tacho hat. Also ich weiß gar nicht, wie schnell ich mit dem Traktor unterwegs bin. Ich sehe einfach nur die Drehzahl. Und die liegt bei 20 bis 25. Und ich dachte, das wären 20 bis 25 km/h, die wir fahren. Nein, es ist die Drehzahl. Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Hinweis. Ich finde es auch schade, dass das Spiel ein Ende hat. Zumindest was das Let's Play angeht. Wie gesagt, wir sind kurz davor, dass das Let's Play beendet wird. Es ist wie gesagt noch ein Anruf, was
das Ende raustriggert und dann Surprise, Surprise. Ich hoffe aber dennoch auch, dass man eventuell, wenn das Ende dann gekommen ist, dass man eventuell auch noch weiterspielen kann. Wie zum Beispiel, wenn du ja bekannte große Open World Spiele hast, die haben ja auch alle ein Ende. Aber dennoch kannst du danach nach einem riesen langen Abspann, weil da zigtausend Milliarden, Trilliarden, Billionen, Trillionen an Mitarbeitern an dem Spiel mitgewerkelt haben. Wenn das dann vorbei ist, kannst du ja das Spiel ja dann trotzdem weiterspielen. Vielleicht ist es auch hier in meinem Sommercar. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Würde ich auf jeden Fall feiern. Fakt ist auf jeden Fall, auch wenn das Let's Play dann beendet ist, ist ja mein Sommercar dann nicht tot, denn dann startet ja quasi das Community Let's Play mit euch da draußen. Darauf freue ich mich natürlich auch besonders und wir werden auf jeden Fall beachten, dass wir nicht so gewisse Fehler wieder machen wie jetzt in dem Let's Play. So, weiter geht's. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Icke eben. Natürlich auch schöne Grüße nochmal zurück an dich. Jetzt noch ein bisschen hochscrollen. Wir haben sogar, jetzt kann ich das nochmal vorziehen, noch von einer alten Folge von Johannes Vollkamm, der schreibt, ja bitte fang von vorne an, wäre mega cool. Das ist auf jeden Fall auch notiert. Vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Jonas. Schöne Grüße gehen erstmal raus an dich. Wie gesagt, es wird definitiv nach Ende des aktuellen Let's Plays von MySommerCar auf jeden Fall weitergehen, wie gesagt, aber dann als Community-Projekt quasi, beziehungsweise als Community-Let's Play, wo ihr bei gewissen Sachen natürlich dann mitentscheiden dürft. So, der nächste Kommentar zu Folge 253 kommt von Björn Kramer, mal wieder mehr Ansehen. Und zwar, hallo Rainer, nice Video. Erstmal vielen Dank. Menschenskind, mein Sommercar zeigt ganz exzellent Dinge, die man nicht braucht. Handy, Blinker, mehr PS. Das trifft es auf den Punkt. Gerade bei Handys verstehe ich das. Wozu braucht man die? Denn wenn man nicht zu Hause ist, ist man nicht zu Hause. Das stimmt und das war auch, glaube ich, 1995 immer so der Faktor. Da gab es noch keine wirklichen Handys und wenn, dann gab es wirklich diese Klopper an Handys und das hatte halt noch nicht jeder, weil die Schweine teuer waren. Es ist genauso, wenn du in der Schule warst, hast du auch kein Handy. Da hast du dich für nachmittags verabredet und dann warst du auch wirklich nachmittags da. Du hattest kein Handy, wo du dann einfach mal spontan gesagt hast, schreibe ich dir eine Nachricht, ich habe keine Lust oder meine linke Zehe tut weh, ich kann nicht kommen und tschüss. Wie es in der heutigen Zeit leider meistens so ist. Daher kann ich das schon auf jeden Fall verstehen. So, weiter geht's. Björn schreibt weiter. In der nächsten Folge bitte mal nach den Typen an der Brücke schauen. Das kann ich nun bestätigen. Das haben wir ja in der Community-Folge am Freitag bei der Folge 254 gemacht. Und wir haben festgestellt, er hängt nicht mehr an der Brücke. Und er ist wieder unter den Lebenden, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen freut. Weiter geht's. Also, wenn du deinen Spielonkel so hassen tust, dann würde ich einen großen, hohen Zaun ziehen zwischen deinem und seinem Haus. Wäre schön, wenn man so einen Baumodus hätte, wo man einen riesengroßen Zaun bauen könnte. Dann würde ich, glaube ich, sein ganzes Grundstück komplett einzäunen, ohne Tor. Dann kann er sich mal irgendwo einen LKW wünschen, wo er dann durchbrettern kann. Ich habe den, wie gesagt, immer noch so gefressen, auch wenn das nur eine Computerspielfigur ist. Aber da muss der Onkel jetzt wurscht. Wenn der Entwickler so einen Blödsinn einbaut, dann muss der Onkel leiden. So, mehr sage ich gar nicht dazu. So, und Björn schreibt noch, Finnland hat übrigens km/h, also würde der Traktor 25 km/h Spitze fahren. Da sage ich es gerne mit Tim Taylor, wir brauchen mehr Power. Das ist auf jeden Fall richtig, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wo ich dir nicht recht gebe, sind keine 25 km/h, es sind 25 Umdrehungen. Ich glaube, das war mal 100, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das würde heißen 2500 Umdrehungen, die wir die ganze Zeit, also so 2000 bis 2500 Umdrehungen, die wir da gefahren sind. Ich habe es gelernt, es ist kein km/h, es ist der Drehzahlmesser. Aber gut, das Thema haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich durch. Auf jeden Fall vielen Dank, lieber Björn Kramer, für deinen Kommentar. Weiter geht's mit Barfußkönig. Der schreibt, hallo, kannst du mal die FPS einschalten? Ich möchte gerne mal wissen, wie viele FPS du hast, weil ich habe nur 40 FPS und das One Mod, das ohne Mods und ich bin auch nicht in der Experimental-Version. Erstmal vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Das hatte ich ja auch
aufgeschrieben und in Folge 254 in der Community-Folge mit aufgenommen und habe dann natürlich auch die FPS in dieser Folge gerne mal gezeigt. Bei mir war es ja auch zwischen 35, 40, 45 FPS in der ganzen Zeit und ich habe nur Mods und, also ich habe nicht nur Mods, aber ich habe ja viele Mods und ich habe ja auch die Experimente-Version aktuell aktiviert, aber irgendwie gibt es das Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr her. Ich habe da nicht wirklich gerade die Ahnung, weil bei mir ist alles aktuell, was so sonst die FPS auch mit behindern könnte, muss man sagen. Ja, das klappt bei mir gerade nicht. Das ist eigentlich alles eigentlich up to date. Deswegen keine Ahnung, warum aktuell bei MySommerCar nur gerade mal 40 FPS rumkommt. Auf jeden Fall vielen Dank. Schöne Grüße gehen raus an dich, lieber Barfuß König. Maxelos schreibt: Hi, lustiges Video. Ich hoffe auch, dass man nach der Story weiterspielen kann. Ja, wie gesagt, das hoffe ich auch. Schöne Grüße gehen raus nochmal an dich, lieber Maxelos. Vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Und dann kommen wir ja schon zu den Kommentaren von Folge 254, die Community-Folge von Utis Aisana. Der lobt mal wieder meine Videos, worüber ich mich sehr freue. Ein cooles Video, lache mich zu Tode XD. Cool. Bitte vorsichtig, nicht zu dolle lachen. Ich das wirklich Tode dann noch in meinen Videos, also zu meinen Videos gibt, das wäre natürlich jetzt nicht so schön, aber ich weiß natürlich, wie es gemeint ist, freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr das natürlich auch so dementsprechend unterhaltend findet. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar. So, weiter geht's mit Folge 254. Ike eben schreibt dazu ein sehr cooles Video, wie immer Daumen hoch. Vielen Dank dafür, lieber Ike. Wer da Kritik oder Daumen runter macht, hat mal keine Ahnung. Lach's mal, mach weiter so mit freundlichen Grüßen. Wie gesagt, das Thema mit dem Daumen runter, beziehungsweise mit der Kritik, beziehungsweise mit der fehlenden Kritik, haben wir ja vorhin schon besprochen. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal neu aufrollen. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Ike. Weiter geht's mit Honigkuchen79, der schreibt: Cooles Video, könntest du vielleicht ein paar Tipps geben, wie man mehr FPS bekommt? Das ist ja, wie gesagt, bei MySommerCar ist es relativ niedrig, um die 40 FPS, war ja bei mir jetzt nicht anders, auch mit Mods und mit Experimental-Version. Kann gerne ein paar Tipps geben, das ist jetzt nicht das Problem, auf jeden Fall gucken wegen der Grafik Karte bei den Treibern, ob die auf jeden Fall up to date sind. Wer sich auskennt, kann auch versuchen, mal die KPU leicht zu übertakten. Das sollte man auf jeden Fall nicht übertreiben, das sollte man sich auf jeden Fall auskennen. Dann kann man PC mit gewissen Optimierungstools beschleunigen. Was natürlich auch jetzt preisintensiver wäre, wäre natürlich die alte Grafikkarte mit einer neuen aktuellen Generation von Grafikkarte einfach ersetzen. Das würde auch auf jeden Fall die FPS beschleunigen. Was man auch ausprobieren kann, wäre die Registry einfach mal reinigen und säubern. Genauso, wenn man eine normale Festplatte hat, also keine SSD-Festplatte hat, einfach diese Festplatte reinigen, säubern und auch mal defragmentieren. Wie gesagt, aber nur wenn es keine SSD-Platte ist. Man kann auch dann überlegen, sich gleich mal eine SSD-Festplatte zuzulegen und quasi die alte Festplatte mit einer SSD-Festplatte quasi zu ersetzen. Was auch machen könnt, wären noch Programme zum Beispiel, die im Hintergrund laufen, ne? Und die gerade nicht benötigt werden, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Google Chrome, also Internetbrowser. Oder irgendein Facebook oder Skype oder schieß mich tot. Wenn ihr da spielt gerade und ihr das gerade nicht braucht, einfach mal diese überschüssigen Programme einfach über den Taskmanager einfach mit beenden. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt über den Taskmanager neben die Programme könnt ihr auch unter dem Punkt Prozesse nicht benötigte Prozesse beenden. Da solltet ihr aber euch auf jeden Fall auch auskennen, nicht einfach so machen, weil wenn ihr das falsche Prozess beendet, was zum Beispiel zu Windows gehört, funktioniert dann Windows nicht mehr richtig und es könnte zu Problemen am PC führen. Daher auf jeden Fall, was das Prozesse angeht, diese überflüssigen Prozesse im Hintergrund
beenden, da wirklich vorsichtig sein, das nur machen, wenn ihr auch euch wirklich auskennt. Und das sind so ein paar kleine Tipps, die ihr machen könnt. Nicht müsst, könnt, wie gesagt, aber nur bei gewissen Sachen, wenn ihr euch auch wirklich auskennt. Wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. Ich übernehme keine Haftung an dieser Stelle. Ist natürlich heutzutage leider traurig, wenn man sowas sagen muss, aber leider gibt es auch gewisse Leute, die sowas dann sonst ausnützen würden. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Tipps zumindest für mehr FPS euch geben. Auf jeden Fall, lieber Honigkuchen, vielen Dank für deinen Kommentar. Weiter geht's mit Prinzip Gamer, lieber Weiner TV. Ich wünsche mir Meistermacher einen kompletten Spieltag mit dem Rusko fahren. Würde mich freuen, wenn du es machst. Lieben Gruß, Prinzip Gamer. Das wäre natürlich mal eine sehr gute Idee. Können wir auch gerne mal machen. Ob das jetzt gleich bei der nächsten Folge wird, kann ich natürlich jetzt noch nicht versprechen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird es in einer der nächsten Folgen, denke ich mal, können wir das gerne mal machen. Dann düsen wir einfach mal gechillt. Wir haben es ja schon mit Satsuma gemacht. Sind wir ja auch ganze Folge einfach mal über die ganze Map gefahren. Können wir natürlich auch gerne mal mit dem Rusko machen. Auf jeden Fall vielen Dank, lieber Prinzipgamer, für deinen netten Kommentar. Schöne Grüße gehen raus an dich. Max Elo schreibt, hallo, vielen Dank, dass du extra zweimal geschaut hast wegen dem Geist. Ich habe ihn in der, was? Ich habe ihn in der Früh einmal kurz gesehen. Weiter so mit Mai Sommerka, lieben Grüß. Max, vielen Dank für deinen Kommentar. Ja, ich habe mir extra Mühe gegeben. Leider hat es in der Folge 254 der Community-Folge nicht geklappt. Bei beiden Malen hat es leider nicht geklappt, dass wir einen Geist sehen. Übrigens, das ist dann gleich auch noch das zweite Video als Nachtrag für die Leute, die es halt noch nicht gesehen haben. Und für die, die sich interessiert, möchte ich gerne ein Video euch zeigen, wo man den Geist halt im Geisterhaus in Meistermarka sieht. Also einmal Virus auf dem PC und einmal Geist im Geisterhaus. Das machen wir dann gleich hier noch im Anschluss, wenn die Kommentarrunde, die Quatschrunde beendet ist. Und ich sehe, wir haben heute schon richtig ordentlich Zeit ist drauf gegangen. Eieieiei, aber sollte uns, denke ich mal, nicht stören. Nächster Kommentar ist von Mielefan. Lieber Weiner, lass mal das Öl vom Satsuma ab und fahr dann von zu Hause nach Taimo. Würde mich freuen, wenn du das machst. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das Öl abzulassen und dann quasi ohne Öl zu Taimo zu fahren. Weil Taimo ist ja jetzt der Supermarkt, Fuzzi. Es ist eine ganz schöne Strecke. Ja, selbst zu Vitari wäre das eine Riesenstrecke. Ohne Öl, Motor, heißt eigentlich Motorschaden. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Könntest du mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn andere sagen, ja, mach mal, versuch mal, das wäre lustig. Können wir das auch gerne mal machen. Aber also als normal Mensch würde ich sagen, ich fahre kein Auto ohne Öl im Motor, weil Motorschaden, definitiv. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Mielefan. Schöne Grüße gehen raus an dich. Auf jeden Fall ist der Wunsch auf jeden Fall mit erstmal nur. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Kommentar von Björn Kramer. Der schreibt, sehr nices Video. Nanu, kaum Bier in My Summer Car County, wo gibt es denn sowas? Das erinnert mich an den alten Schlager. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Müssen wir es halt umbenennen, es gibt kein Bier in Finnland. Wäre eine Möglichkeit. Ist ja toll, dass der Killio-Typ wieder da ist. Denke mal, dass kam in der Mai-Sommer-Community gar nicht gut an, dass man ihn hat sterben lassen. Aber eine Frage hätte ich, in der Wohnung vom Kiyo-Typ ist ja alles drin. Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Bad. Aber wo schläft er? Wahrscheinlich hochkant im Schrank oder wie? Also könntest du das Suski-Ende ja noch rauszögern, indem du das Telefon raussteckst. Aber jetzt meine Frage, wenn das Telefon ausgesteckt ist, funktioniert das Handy noch? Erstmal vielen Dank für deinen Kommentar. Was den Kiyo-Typ angeht, entweder auf einen der zwei Stühle, draußen auf seiner Sonnenbank da oder Sonnenstuhl oder halt im weißen Schrank, der nicht betitelt war, wie wir das gelernt haben, in diesem kleinen Englisch-Crash-Kurs in der Folge 254. Man kann es nur rausstecken, also man ist entweder einfach nicht da, da brauchen wir das Telefon ja nicht rausstecken, ne? Wie in den letzten Folgen. Eigentlich müssten wir schon drüber sein,
über das Trigger, über die Triggerzeit. Und entweder man ist einfach nicht da, man zieht das Telefon raus. Ob das Handy dann noch funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber ich denke mal schon, oder? Oder ist das gekoppelt mit dem Telefon? Das kann natürlich auch sein, wenn du es rausziehst, dass das Telefon nicht funktioniert. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es einfach mal bitte mit in die Kommentare. Ich denke mal, Björn Kramer und auch ich würden gerne mal wissen, funktioniert das Handy noch, wenn man das Telefon rausgesteckt hat? Und damit sind wir jetzt am Ende mit der Kommentarrunde rund um eure Kommentare vom letzten My Summer Car Podcast TV bis hin zu den letzten drei Let's Play Folgen von My Summer Car. Und jetzt kommen noch die zwei Nachtragsvideos, wie ich schon angekündigt habe. Das erste wird sein der Virus, und zwar mal wieder von unserem My Summer Car YouTuber Redex Easter Egg Virus on Computer Red Spider. Let's go! So, den Computer kennen wir ja. So, erstmal natürlich wieder klassisch hochfahren. So, das gute Telebs-Format erstmal wieder eingeben, dann den Code wieder eingeben. Internetverbindung wiederhergestellt. Man kennt es noch früher über das gute Modem. Oh Gott, ganz schlimm, ganz schlimm. So. You are now online. Welcome. So. Da haben wir die ganze Spieleliste. Was lädt er denn? Mal gucken. Fisch gehen. Oh, und da hat er noch die Armbanduhr-Mod drin. Das ist gar nicht die Originale, die man jetzt kennt. So, jetzt hat er es erstmal runtergeladen. Fishing Game. So, let's go. Okay. Das Runterladen dauert natürlich ein bisschen. Oh Gott. Die guten Klassiker. So, was macht er jetzt? Okay, er hat Reset gedrückt. Und man hat auf einmal einen Virus. Fuck your porn, was? Porn make your mom buy a new Potter. Haha. Oh, weia. So, und das ist quasi der Virus, den man drauf hat. Dann, ich weiß nicht, ob das immer mit dem Reset-Knopf dann so funktioniert, ob man den Virus kriegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man kann ihn halt nicht mehr benutzen, weil jetzt kommt diese ständige Fehlermeldung mit diesem hässlichen Geräusch und dieser roten Spinne, die über dem Bildschirm läuft. Und das kannst du ausschalten, wie du willst. Funktioniert einfach nicht mehr. Ich glaube, das müsste man über den My Summer Car Editor dann machen, dass das dann wieder funktioniert. So, das war die eine Geschichte. Jetzt kommt das noch mit dem Geist, was wir noch mitnehmen in unserer My Summer Car Podcast TV Geschichte. Man sieht hier im Hintergrund schon eine schwarze Silhouette. Let's go. So, da sieht man die Silhouette. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? War die Tür bei uns auch? Ich weiß es gar nicht. Die sagt mir jetzt gar nichts. So, da sind wir wieder weg.
Aber man hat die Silhouette eindeutig gesehen. Was macht er jetzt? Du Malauta! Du Malauta! Satana! Ja, der Satana, der hilft da auch nicht mehr. Okay. Also ein, auf jeden Fall ein sehr großer Geist, ein sehr langgezogener Geist und ein schwarzer Geist war es auf jeden Fall. Also die Animation von dem Geist ist jetzt auch nicht gerade sehr mühevoll gewesen. Aber immerhin gibt es diese Funktion, dass hier ein Geist getriggert wird um gewisse Uhrzeiten. Kommt jetzt hier noch was? Wir wollten nochmal den Geist sehen. Okay, da hat er auch den Wintermod drauf. Mal gucken wegen dem Geist, dass man den nochmal sieht. Ich glaube, hier wartet er genauso. So wie wir in der Community-Folge hat auch der hier gewartet. Steht sehr lange nichts und dann ja, ist der auch, glaube ich, wieder zu Hause. Beziehungsweise hier gerade bei Timo, aber man hat ihn halt ganz kurz gesehen. Wir fangen nochmal kurz an. Am Anfang sieht man den ganz gut. So. Ich glaube, nee, das war so nicht die beste Einstellung. Das ist die beste Einstellung. Also das ist noch die Tür. Ja, und hier sieht man halt, könnte von hier ein bisschen wie ein Schlüsselloch aussehen. Also ein überdimensionales. Aber das ist halt der Geist hier. Da sieht man es, wie er sich wegbewegt. Also das ist der Geist hier in My Summer Car im Geisterhaus. Wer es also noch nicht gesehen hat, beziehungsweise das noch nicht kannte, das aber gerne sehen wollte. Hier ist der Nachtrag dazu. Da müssen wir nur bloß nochmal gucken. Natürlich sagen wir auch, von wem das ist. Und zwar von Bus Arne. Auch dieses Video und das YouTube, der YouTube-Kanal von Bus Arne ist unter diesem Video in der Beschreibung natürlich mit verlinkt. So, wir schalten noch einmal rum. Ja, und ich hoffe, dass ich mit diesen zwei Videos die eine oder andere Frage von euch mit positiv beantworten konnte. Genauso hoffe ich auch natürlich, dass ich die eine oder andere Frage in euren Kommentaren so mündlich mit beantworten konnte, euch noch Tipps mitgeben konnte. Und wenn ich sehe, haben wir bei dieser My Summer Car Podcast TV Folge ordentlich überzogen. Und wie gesagt, mit diesen zwei Videos sind wir jetzt aber auch schon am Ende mit der neuen My Summer Car Podcast TV Folge. An dieser Stelle machen wir noch ganz schnell den Wunsch von, wo habe ich es notiert? Honigkuchen. Wir gucken mal von den letzten Community-Mitgliedern mal in die quasi in die Profile bei YouTube rein. Dafür müssen wir nochmal umswitchen. Hätten wir eigentlich auch gleich bleiben können. Das ist Vorbereitung, das sage ich euch. So, und da Honigkuchen sich das gewünscht hat, fangen wir mal bei seinem Profil an. Hier sind wir bei Honigkuchen 79. Er hat 103 Abonnenten. Kann man einmal hier sehen, kann man einmal hier sehen. Und er hat sogar einen Kanal-Trailer. 24 Sekunden. Gucken wir den uns doch mal an. Das war erstmal der Kanal-Trailer von Honigkuchen. Und wo sieht man das? Wo sieht man das? So, hier sieht man so die ganzen Videos von ihm. Hauptsächlich auch Fortnite, auch My Summer Car. Müsste man mal auch reingucken. Livestream sogar. Okay, sehr interessant. Also, das ist der Kanal von Honigkuchen. Dann gucken wir mal bei Pyron Kramer. Das ist nicht ganz so spannend. Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte, hat aber immerhin. Herzlichen Glückwunsch, 6 Abonnenten. Dann sind wir bei IG eben.
Da ist es auch richtig spannend. Da gibt es eine Hausflipper-Folge, Episode 1 vor 2 Monaten. Leider aber auch keine Abonnenten. Dann gucken wir noch im Profil von Max Seelos. Auch hier 0 Abonnenten. Aber eine Playlist allein. Da gucken wir bei Barfußkönig, der hat immerhin 19 Abonnenten und hier sieht man mal so seine letzten Videos. Anscheinend zeigt er gern Füße. Sehr gut. Dann Mielefan, der hat 5 Abonnenten, hat eine Playlist mit Star Wars und hat 5 Abonnenten. Prinzip Gamer hat 20 Abonnenten und scheint Eisenbahnfan zu sein, so wie es aussieht. Hier sind immerhin 3 Videos rund um Eisenbahn und Dampfloks zu sehen. Dann gucken wir bei Mookie Wongs, auch der hat 0 Abonnenten und hat eine Playlist mit 9 Videos. Hier geht es anscheinend um Musik. Dann gucken wir noch bei Elias vorbei, der hat 2 Abonnenten und ein Video zu Roblox online. Und last but not least Utix Alexander. Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte und 0 Abonnenten. So, ein letztes Mal rumgeswitcht und jetzt sind wir aber wirklich am Ende mit der neuen MySummerCar Broadcast TV Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen und einen positiven Kommentar. Da würde mich riesig freuen, wer es noch nicht gemacht hat. Kann gerne auch ein kostenloses Abo da lassen. Damit unterstützt ihr mich und mein Kanal, würde mich genauso riesig freuen. Genauso könnt ihr gerne dieses Format wie alle anderen Formate auf meinem Kanal gerne auch mit euren Freunden und Familien teilen. Würde mich genauso riesig freuen. Genauso würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns wieder beim Let's Play von MySummerCar sehen und vor allem auch wieder bei einer neuen Folge von MySummerCar Podcast TV. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!